Und weiter geht's mit Let's Play Way of Billions. Wollen wir noch irgendwas erforschen? Der Luca Tower könnte mir vielleicht hier und da ein bisschen helfen. Apropos, unsere anderen Türmchen sind fertig. Die geben uns ja auch ein bisschen was. So. Die vier Rangers zusammen mit ihrer Reichweite sollten eigentlich reichen, um den Wall abzudecken. Hier könnte ich tatsächlich auch erstmal provisorisch mit Türmen arbeiten. Hier würde ich gerne erweitern. Das muss auch beschützt werden. Wichtig. Liebe Rangerline. Jetzt müssen wir wirklich unsere Offensive Richtung Osten stattfinden. Brauchen Lebensraum im Osten, ihr wisst Bescheid. Und der erobert sich nicht von selbst. Ihr geht mal mit dahin. Das scheint erstmal soweit gesichert zu sein. Ganz ehrlich, diese Pylonen würde ich dann erstmal ein bisschen absichern. Wollen. Tuten. Könntet mir noch ein bisschen weiter. Es könnte sein, dass es noch sehr interessant wird hier in diese Richtung. Weil hier scheint mir eine kleine Mulde zu werden. So, wir haben weder Energie, noch haben wir großartig noch Nahrung. Das ist wunderbar. Für Energie fehlen uns wieder Arbeiter und Teufelskreis. Ja, jetzt sind wir wieder in dem Teufelskreis. Ich bin beeindruckt. Da haben wir eh genug erstmal. Ich möchte den neu platzieren, dass wir noch ein bisschen Platz für Häuser haben. Obwohl die Häuser, die wir nach da oben platzieren können, ja eh nicht so viel bringen. Aber trotzdem. Ist schon okay. Wenn ich den Quarry jetzt hier platziere. Hier war das mit den 5. Verflucht und das reicht nicht vom Plan. Das werde ich noch umplatzieren müssen, aber erstmal andere Priorisierung. Der immer mit seinem tollen Tännchen, ne? Hm. Finde ich super. Hier können wir dann noch ordentliche Jagdhütten aufstellen. Ja, Jagdhütten. Ja, ja. Okay, eine richtige Mulde wird es nicht, aber trotzdem wird es da unten ein bisschen übersichtlicher. Du brauchst nicht mehr patrouillieren. Und wir kochen trotzdem mehr Ranger. Habe ich jetzt eigentlich schon die Bank erforscht? Habe ich. Dafür bräuchte ich mehr Worker und ich brauche mehr Wood. Da bräuchte ich volle 50 Wood. Die 10 Worker sollten nicht so das Problem sein. Und der nächste Zombie-Angriff sollte auch nicht so das Problem sein. Für die Zombies. Holy moly, 18 Nahrung und das ohne irgendeinen Boost. Was ich mit Boost meine ist, ohne hier überhaupt. Ein Warenhaus in der Nähe zu haben. Norden. Das ist eine Richtung, die ich gerade wirklich nicht gebrauchen kann. Wir müssen alles zusammenziehen, was wir haben. Und dann abschätzen, von wo sie kommen. Sieht mir nach der linken Seite aus. Ihr bleibt mir defensiv. Ihr verteidigt. Das muss noch einmal mit dem Kalten klappen. Gut, wir könnten auf kurz
schnell hier zuziehen, aber nee. Okay, man könnte sich streiten, ob das jetzt eine gute Idee war. Den Turm jetzt hinzuziehen, weil der holt die Akkus. Die Akkus-Zombies. Der holt die Zombies da oben aggro. Oh, da kommt schon der erste Special. Ich muss versuchen, mir mehr Platz zu schaffen. Und wir haben wieder massiv. Massiv Geld. Ja, ich weiß, es gibt einen Stoppbefehl. Sollte ich auch mal öfters einsetzen. Bisschen nach vorne noch säubern, bitte. Ja, sie kommen exakt hier. Sobald ich sie sehe. Aber vorher gibt es wieder Geld auszugeben. Machen wir uns schnell das Warenhaus. Wenn ich es so platziere, reicht es leider nicht für die Steinbrüche. Kommt drauf an, wo ich den Steinbruch platziere natürlich, aber... Ah, wir kriegen jede Menge Jägerhütten, wir kriegen ein paar Farmen. Ich würde sagen, das Warenhaus ist ja eigentlich ganz gut platziert. Holz wird unser allergeringstes Problem sein dann. Und diese beiden Quarries, die sind eh nicht so... Wenn, dann würde ich ein zweites Warenhaus dann irgendwo in einem Industriegebiet hier unten haben, wenn ich es mir hole. Ich glaube, das wird sogar mein nächstes Ziel werden. Aber das erste Warenhaus hätte ich tatsächlich gerne hier, um da ein bisschen zu pushen und auch wieder ein bisschen mehr Ressourcen lagern zu können. Ich hasse es, so wenig Puffer zu haben. Dann ist das jetzt im Bau und wir haben wieder ganz gut Ressourcen über. Und da kommen sie. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, die Zombies. Ach du Heilige. Waren das schon immer so viele? Plan B. Wir spielen auf dem Hören. Oh nein, jetzt habe ich... Ah, jetzt habe ich den einzigen Turm. Oh, fuck, das sind viel zu viele. Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Oh, Mist. Bauernopfer. Nächstes Bauernopfer. Guck mal, der ist viel leckerer. Sie. Entschuldigung. Die bleiben tatsächlich am Tor hängen. Wie lange bringt mir das? Oh nein. Ich habe die zweite Welle unterschätzt. Hoffnungslos unterschätzt. Hoffnungslos unterschätzt habe ich die zweite Welle. Will ich deswegen aufgeben? Längst noch nicht. Ein schönes Warenhaus. Jetzt heißt es so, weil es mein Haus war. Die ganze obere Front bricht ein. Selbst wenn ich das überleben sollte, die Verluste sind mittlerweile so hoch. Das ist nicht mehr reparierbar. Die hauen aufs Hauptgebäude. Ja, toll, die Zombie-Welle ist zwar zurückgeschlagen. Ich habe
sich aufs Kiten verlassen. Das macht man normalerweise auch nur bei der ersten Welle. Diese verdammten Kettenreaktionen, die sind einfach zu heftig. Geht nach oben hin. Ich versuche zu reparieren. Es wird teuer, aber das könnte man noch hinkriegen. Nein, nicht meine Kaserne. Das wird spaßig, das alles zu reparieren, und es wird teuer. Gleichermaßen. Och, du liebes Bisschen! Oh, nö! Was kommt denn jetzt? Oh, nein, das war's. Das war's, jetzt haben sie die Häuser. Ah, wir hatten ja schon die ersten Welle. Wir hatten bloß da oben noch nicht. Ich hätte panzern sollen. Hätte ich dann eine Panzerung davor gemacht, hätte ich es aufhalten können. Aber wo mussten die jetzt wirklich da so kommen auf meinen Sniper? Komm, war der eine Sniper weg? War es nur noch einer statt zwei? Auf einmal waren sie alle da. Gemein, ey. Oh, es hat gerade angefangen gut zu laufen. Die eine Welle, wenn ich die geschafft hätte, wäre ich auf einem guten Weg gewesen. Gemein, 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 gemein. Ja, ich würde sagen, in dieser Runde, die lief jetzt noch nicht so lange. Geht. Ein paar Minütchen haben wir noch, da können wir den Anfangseinstand machen für die nächste Runde. Aber das Ding ist, ne, irreparabel. Selbst wenn wir das auf irgendeine Wunderart überleben würden, das kriegen wir nicht mehr hin, bis die nächste Zombie-Welle kommt. Ja, spätestens bei der zweiten Welle merkt man den höheren Schwierigkeitsgrad. Da merkt man den höheren Schwierigkeitsgrad. Alles klar. Neues Spiel, neues Glück, würde ich sagen. Das war gemein. Das war böse. Gut, Spiel 9. Und nochmal den gleichen Spaß. Ohne großes Rumgeplänkel hauen wir rein. Wir brauchen bis zur zweiten Welle, brauchen wir einen Wall. Von der Richtung, wo sie angreifen, wenn wir ihn spontan hochziehen. Aber ich habe zu langsam reagiert. Das muss ich zugeben. Das ist ziemlich eng hier, Leute. Kuschelzeit, Kuschelzeit. Da kommt man hoffentlich nicht durch, oder? Erzählt mir das bitte nicht. Aber ansonsten haben wir nur zwei Wege, wo man... Und eine Menge Stein. Da kann man sich jetzt drum streiten, ob das jetzt... gut ist oder nicht. Wir sind einerseits sehr eingeschränkt, was den Platz angeht. Andererseits... Nee, das ist nicht zugänglich. Wir haben jetzt gerade nur zwei Wege, um die wir uns kümmern müssen. Aber wo mache ich meine Häuser hin? Das ist... Ja, so entlang ein bisschen. Soldat, dass du hier bist, gefällt mir nicht so ganz. Du sollst nur Backup sein. Nicht fürs System, für die Kolonie. For the colony, for the humans. Und so. Und so. Der Platz gefällt mir überhaupt nicht, den wir haben. Also den Nicht-Existenzen-Platz. Instanzen, Penzen, Prenzen. Der nicht-existente Platz. Nicht, ich sage immer Existenz. Der nicht-existente Platz nervt mich.
Überlegt euch mal. Ihr seid genervt von etwas, das nicht existiert. Erzählt das mal euren imaginären Freunden. Die werden euch das nicht glauben. Mach mal die Fische da hier hin, dann blockiert es keinen Bauplatz so richtig. Zumindest nicht den Durchgang. Oh, 16. Nehmen wir. Gekauft. Und dann hier auch gleich die nächste Hütte. Hier passt ja nichts, oder? Nee. Da hätte ich gerne eigentlich ein Kraftwerk. Der Zombie braucht's mal wieder. Hier wird es schwierig, mit dem Marktplatz zu handeln. Da müssen wir uns ein anderes separates Gebiet suchen, das wir dann so richtig schön bewirtschaften. Die Häuser sind jetzt erstmal mittel zum Zweck. Diese Position, die wir haben, hat Vor- und Nachteile. Es lässt sich Wir haben es am Anfang relativ leicht, in welche Richtung wir expandieren wollen und uns beschützen wollen. Wir werden gleich 20 Steins bekommen oder gleich 20 Energie mehr. Bei dem geringen Platz, den wir haben. Ich meine, Stein, wenn ich mir das so angucke, ist nicht unser Problem. Holen wir uns mal mehr Energie. Dann kommen wir länger ohne unser erstes Kraftwerk klar. Das sollen wir recht sein. Recht soll es mal sein. Recht finde ich gut. Okay, wenn ich so auf die Uhr gucke, die Anfänge sind gesetzt. Na komm. Den einen oder anderen Zug können wir noch spielen eben. Ich spiele gern mit Zügen. 10 Holz. Ja, ich hätte hier gern meinen Steinbruch. Doch hier? Nee, hier ist eigentlich besser. Hier kriegen wir auch noch ein Häuschen hin. Will auch wenig blockieren. Dennoch brauchen wir mehr Platz. Holz. Nicht schlecht für ein einzelnes Sägewerkchen. Oh, sehe ich das richtig? Na schön. Wir haben noch weniger Zugang als gedacht. Und ich dachte schon mit wenig. Das ist nicht schlecht. Dennoch stellt sich bei mir immer noch so die Frage, warum? Gute Frage, nicht wahr? Hier kriege ich es jetzt nicht richtig aufgebaut. Das muss so machen. Das sind 13. Nehmen wir die 13 hier noch. Und sind wir glücklich mit dem, was wir haben. Also sind wir mal glücklich mit nichts. Ist auch gut. Nicht jeder kann nichts haben. Es gibt Leute, die haben noch nicht mal nichts. Schwer vorzustellen, aber könnte sein. Aber gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir unsere ersten Schritte in der neuen Welt gemacht, die sehr lustig ausschaut, sagen wir es mal so. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.